In diesem Video erfahren Sie die Grundlagen für die Versionierung in der BPM Suite Enace. In der Prozessmanagement-Software Enace können Sie Objekte versionieren, um bestimmte Arbeitsstände zu speichern und miteinander zu vergleichen. Objekte, die im Portal bearbeitet werden können und noch nicht für alle freigegeben sind, befinden sich in Ihrer Arbeitskopie. Ob ein Objekt in der Arbeitskopie angezeigt wird, sehen Sie im Portal in der Objektsicht im Header. Wenn von einem Objekt schon eine Version existiert, können Sie dort auch direkt die Anzeige umschalten. Eine Version zeigt das Objekt in einem Stand an, der eingefroren und für alle freigegeben wurde. Ein versioniertes und freigegebenes Objekt kann nicht bearbeitet werden. Die neueste Version eines Objekts wird immer grün gekennzeichnet, ältere Version rot und die Arbeitskopie gelb. Die Arbeitskopie basiert immer auf der letzten freigegebenen Version. Um eine Version zu erzeugen, wird der Freigabeprozess angestoßen. Wenn sich ein Objekt gerade in einem laufenden Freigabeprozess befindet, wird links oben im Header ein entsprechender Hinweis angezeigt. Objekte können dann nicht bearbeitet werden. Auch in der Menüleiste im Portal können Sie jederzeit sehen, ob Sie gerade Inhalte in der Arbeitskopie sehen oder eine freigegebene Version. Dort können Sie die Ansicht für sämtliche Portalinhalte umstellen. Neugierig geworden? Fordern Sie noch heute eine Testversion an! Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren!